Kurze Info vorab, ich bin kein Rechtsexperte und möchte mit diesem Video lediglich dem durchschnittlichen Internetnutzer weiterhelfen, was das Thema urheberrechtsfreier Inhalte angeht. Für genaue Rechtsfragen solltet ihr einen Anwalt aufsuchen. Als YouTuber und besonders als Musikkanal wird man regelmäßig mit angeblichen No-Copyright-Inhalten konfrontiert. Also Inhalten, die scheinbar lizenzfrei sind. So richtig groß gemacht wurde der Begriff mit dem YouTube-Kanal No Copyright Songs. Dieser Kanal stellt YouTubern freie Musik zur Verfügung, die meisten von euch kennen ihn bestimmt schon. Etliche andere Kanäle, meist Musikkanäle, übernehmen diese Bezeichnung No Copyright auch für ihre Videos. Auch in den Kommentaren kriege ich manchmal die Frage gestellt, ob meine hochgeladene Musik copyrighted ist. Leider kann ich die Frage nie so richtig beantworten. Das Problem, der Begriff No Copyright, auf Deutsch, kein Urheberrecht, wird von den meisten Leuten nur umgangssprachlich verwendet. Rein rechtlich sind 99% der No Copyright Werke also eigentlich gar nicht No Copyright. Der Urheber besitzt weiterhin die Rechte, seine Werke sind lediglich unter bestimmten Voraussetzungen frei verwendbar. Im Folgenden mal ein paar Beispiele von Lizenzen für die freie Verwendung. Die bekannteste Lizenz ist wohl die Creative Commons Lizenz. Jedes Werk, das eine Creative Commons Lizenz besitzt, dürft ihr kostenlos, mit Namensnennung, in beispielsweise YouTube-Videos, Livestreams, eurer eigenen Webseite und so weiter verwenden. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Bedingungen. Vorteile der Creative Commons Lizenzen sind die relativ einfache Verständlichkeit, die große Bekanntheit und dass die Lizenz verbindlich und nicht nachträglich abänderbar ist. Dies macht Manipulationen um einiges unwahrscheinlicher. Die wohl häufigste CC-Lizenz ist CC-BY. Diese erlaubt euch, das Material kommerziell zu nutzen, zu teilen und zu bearbeiten. In vielen Suchmaschinen ist es möglich, nach CC-Lizenz gefilterte Inhalte zu suchen. Zum Beispiel auf YouTube oder bei der Google-Bildersuche. Sehr nützlich, aber bei der Bildersuche solltet ihr jedes Mal sicherstellen, dass es sich wirklich um ein frei verwendbares Bild handelt. Die Suche ist nicht immer fehlerfrei. Schaut unten in meine Videobeschreibung. Dort habe ich noch ein Video verlinkt, wo ich genauer auf die CC-Lizenzen eingehe. Als nächstes gibt es noch Musik aus der YouTube Audio Mediathek, die ihr frei und sogar ohne Namensnennung auf YouTube verwenden dürft. Copyrightfrei ist diese Musik aber meines Wissens nach nicht. Auch hierzu habe ich euch mal unten etwas verlinkt. Wer kostenlose Bilder sucht, die er kommerziell und ohne Bildnachweis nutzen darf, für den ist Pixabay die richtige Plattform. Hier findet man einige hochwertige Bilder. Die Pixabay-Lizenz beschreibt kurz und prägnant, was ihr dürft und was nicht. Schaut einfach selbst. Ansonsten gibt es viele individuelle Lizenzen und Bedingungen. Schaut hierzu mal in die jeweiligen Beschreibungen oder auf die Kanäle der Produzenten. Manchmal wird dort beschrieben, wie man Musik XY für sein YouTube-Video verwenden darf. Oder fragt in den Kommentaren nach. Beziehungsweise schreibt der Person eine E-Mail, falls ihr nirgends sonst Nutzungsbedingungen gefunden habt. Zu viel zu frei verwendbaren Inhalten mit Urheberrecht. Nun zu Inhalten ohne Urheberrecht. Was bedeutet No Copyright jetzt eigentlich konkret? Es bedeutet, dass etwas vollkommen von Urheberrechten befreit ist. Etwas Copyright-Freies kann für jeden beliebigen Zweck verwendet werden. Public Domain nennt man das in Amerika. Man sollte lediglich darauf achten, dass man wirklich originales Public Domain-Material nutzt, und nicht etwas aus Drittquellen, wo lizenzfrei und lizenzierte Materialien vermischt sind. Seid auch vorsichtig bei Public Domain-Bildern mit Personen oder mit Marken drauf. Hier könnte gegen Privatsphäre oder Markenrechte verstoßen werden. Beachtet ihr diese Dinge, seid ihr auf der sicheren Seite. So die Regeln in Amerika. In Deutschland kommen gemeinfreie Inhalte dem amerikanischen Public Domain am nächsten. Ähnlich wie in Amerika sind diese Inhalte auch für jedermann zugänglich und urheberrechtsfrei.
Im Folgenden ein paar Möglichkeiten, wie Inhalte das Urheberrecht verlieren können. Als erstes hätten wir die Dinge, die von Grund auf nicht urheberrechtlich geschützt sind. Darunter fallen beispielsweise Ideen, Fakten, wissenschaftliche Erkenntnisse, Theorien, als auch amtliche Werke. Unter amtlichen Werken versteht man zum Beispiel Gesetzestexte. All diese Dinge genießen, wie schon gesagt, von Anfang an keinen Urheberrechtsschutz in Deutschland. Zum zweiten Werke, die aufgrund ihres Alters das Urheberrecht verlieren. In Deutschland passiert dies zum Beispiel 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers, beziehungsweise bei anonymen Werken, 70 Jahre nach Veröffentlichung des Werks. Diese Werke betitelt man in Deutschland auch als gemeinfrei. Darunter fällt zum Beispiel Musik von Beethoven oder Mozart. Beethoven ist fast 200 Jahre, Mozart über 200 Jahre tot, womit die Musikstücke frei von Urheberrechten für jede Person zugänglich und verwendbar sind. Aber Achtung! Neu aufgenommene und veränderte Musik von eigentlich gemeinfreier Musik kann wieder urheberrechtlich geschützt sein, sofern es als eigenständig schöpferisches Werk angesehen wird. In manchen Fällen kann das Urheberrecht sogar vererbt werden. In den USA wird ein Werk copyrightfrei, wenn der Urheber entweder 70 Jahre tot ist, das Werk vor über 95 Jahren veröffentlicht wurde, oder der Schöpfungsbeginn vor über 120 Jahren stattfand. Trifft eine Sache zu, ist das Werk urheberrechtsfrei. Die dritte Möglichkeit, wie ein Werk bzw. eine Musik frei von Copyright sein kann, ist, dass sie Public Domain ist, bzw. unter der CC0-Lizenz veröffentlicht wurde. Werke mit dieser Lizenz sind in den USA urheberrechtsfrei. In Deutschland kann ein neues Werk nicht urheberrechtsfrei sein. Allerdings entfallen mit der CC0-Lizenz auch bei deutschen Werken nahezu alle Nutzungsbeschränkungen. Heißt übersetzt, ihr dürft die Inhalte kommerziell, kostenlos, ohne Namensnennung kopieren, verändern, verbreiten und aufführen. Also der Durchschnittsnutzer kann im Grunde mit CC0-Werken tun, was er möchte. Nur als beispielsweise eigenes Werk kann er es nicht vertreiben. Patentrechte oder ähnliches bleiben bestehen. Dies sind die mir bekannten drei Möglichkeiten, wie etwas gemeinfrei bzw. urheberrechtsfrei werden kann. Falls ich was vergessen habe, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und falls euch Webseiten mit gemeinfreien Materialien bekannt sind, postet diese gerne in die Kommentare. Hier mal ein paar davon. Wie immer sind die Seiten auch in der Beschreibung verlinkt. Wenn mich nicht alles täuscht, findet ihr auch in manchen öffentlichen Einrichtungen gemeinfreies Material. In Bibliotheken zum Beispiel. Als letztes zeige ich euch noch ein paar Beispiele, wo der Begriff No Copyright komplett irreführend und falsch verwendet wird. Nicht selten sehe ich Musikvideos mit der Bezeichnung No Copyright im Titel, obwohl diese Musik nur gegen Geld nutzbar ist. Diese Musik ist royalty-free, aber in keinster Weise urheberrechtsfrei. Häufig sehe ich diese Bezeichnung bei Videos zu Epidemic Sound Library Musik, aber auch bei manch anderen, teils sogar recht populären Bieterstellern. Verlasst euch also nicht auf Kanäle, die No Copyright in den Titel schreiben oder euch sagen, die Musik sei frei verwendbar. Besonders kleine, unerfahrene Kanäle nutzen den Begriff No Copyright vermutlich aus Nichtwissen. Seid also vor allem bei Kanälen vorsichtig, die sehr neu oder unseriös wirken. Sucht bestenfalls nach dem Originalkünstler und schaut, ob er beispielsweise für kostenpflichtige Seiten wie Epidemic Sound, Artlist, Audio Jungle oder ähnlichen Royalty-Free-Musikanbietern arbeitet. Falls ja, handelt es sich nicht um freie Musik. Wenn der Produzent dagegen seine Musik unabhängig von großen Labels oder Musikplattformen veröffentlicht, informiert euch auf seinen Social-Media-Seiten über mögliche Nutzungsregeln. Erst dann könnt ihr sicher sein, ob eine Musik frei verwendbar ist oder nicht. Bei Kanälen wie Audio Library, No Copyright Sounds oder auch meinem eigenen Parodorobeats-Kanal könnt ihr recht sicher sein, dass die Lizenzangaben aus der Beschreibung stimmen.
Ein minimales Restrisiko bleibt bei freien Lizenzen immer. Aber ich persönlich hatte nach hunderten hochgeladenen Musikvideos eigentlich nie ein Problem mit einer Musik gehabt. Und wenn, dann mit alten Videos aus meinen YouTube-Anfängen, wo ich noch nicht richtig auf die Nutzungsregeln geschaut habe. Oder, weil ich falsche Copyright-Claims von YouTube erhalten habe. Na gut, die einzige Ausnahme war der Fall Nikolai Heidlers, bzw. Hooksounds. Dieser hat seine Musik zuerst als frei verwendbar angeboten. Gewartet, bis die Musik von vielen genutzt wird, um dann die Musik zu lizenzieren und YouTubern mit Strikes zu drohen, wenn sie seine Musiklizenz nicht kaufen. Ich wurde einmal gestrikt. Sehr grenzwertiges Verhalten. Aber auch das einzige dieser Art. Meine Empfehlungen für frei verwendbare Musik findet ihr oben rechts in der Infokarte. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Bei komplexeren Fragen schaut lieber bei Experten vorbei. Danke euch, vielleicht bis zum nächsten Video.